Ja, servus, grüßt euch, da sind wir schon wieder. Ja, der Wiesenwahnsinn geht weiter. Und deswegen natürlich lernen wir bei Wiesen. Die erste, die haben wir ja gehabt und erzählt eben auf Löschen. Das war ziemlich scheiße gewesen und bei meinem Klick hätte es wahrscheinlich nicht einmal eine Sicherheitsabfrage gegeben. Dann hätten wir wahrscheinlich wieder noch mehr alles sparen dürfen. Nein, das war nicht so gut gewesen. So, wir brauchen natürlich wieder eine Band. Was nehmen wir für eine Band? Spastelruther Katzen. Die habe ich mir von der Oma im Market Kastelruther Spatzen. Das waren noch Zeiten. Die Oma hat immer Kassetten gehabt von den Kastelruther Spatzen. Ich habe die super gefunden mit 5 oder so. 4 oder 5 oder wie alt ich war. Und der erste Gast ist jetzt schon da. Hey, es ist 10:30 und die haben jetzt schon da. Ich glaube, ich spinne. Die haben jetzt schon da. Ist ja der Wahnsinn. Ja, ist es super, dass es sich schon ein Bier geholt hat. Hallo? Ja, irgendwie wollen meine Weibsen gerade nicht. Ja, ist wundervoll. Schenk mal ein wenig mehr nach. Du, hol dir da mal bitte Händel. So, jetzt noch. Haben wir das schon mal geschafft? Kannst du ein wenig schneller noch schenken? Du mit dir mal ein wenig. Es pressiert. Das Bier wird kalt und Gäste werden ganz schön madig. Das muss nicht sein. So, also, jetzt ein Heid. Also, Heid fangen wir an. Heid, jetzt leidels Heid. Also, Heid. Heid rocken wir das Ganze. Gell? Heid rocken wir das so dermaßen. Wir rocken das ganze Ding. Das wird die Schau. Es wird schauen, was das für Schau wird. So, hol du einmal ein Händel nochmal. Und dann schauen wir mal. Leidels, bestellen müsst's. Schneller muss das gehen. Es muss zackiger gehen. Wir sind auf der Wiesn. Nicht auf einem normalen, kleinen, lausigen Volksfestl, wir sind auf der Wiesn. Auf der Wiesn muss es schneller gehen. Das saffern gleich. Aber eins muss ich schon sagen. Also, Wiesn ist alles super schön gut. Muss man vielleicht auch einmal gesehen haben. Möchte ich gar nicht sagen, dass man es nicht einmal gesehen haben muss. Nein, einmal in seinem muss man schon mal auf der Wiesn gewesen sein. Müssen nicht, aber es ist nicht schlecht. Es ist schon schön, wenn man es einmal erlebt hat. Aber eins muss ich sagen, das finde ich schon ziemlich, ziemlich scheiße. Also, wenn dort Leute wirklich besoffene in der Wiesn liegen und dann gängen die anderen vorbei und haben nichts Bläders. Oh, da geht es selber zum Richtigen. Und haben nichts Bläders zum Dorn. Als er ein Handy oder einer scheiß Digicam aus hat zum Zirn und die gesuchten Leute, die da am Boden umeinander legen, die eh schon halber da sind zum Fotografieren. Also ich meine, da frage ich mich wirklich schon manchmal, ob es bei den Leuten noch irgendwie normal zugeht oder ob bei denen irgendwie nein. Also es geht gar nicht. Nein, also das kann ich nicht verstehen, das ist so eine Sache. Das muss nicht sein. Ich meine, jetzt geht Stimmung zurück, hallo? Ich meine, ja, natürlich, es ist. Nein. Oh, die wird kotzen, das sehe ich jetzt schon, die wird kotzen. Also jetzt haben zwei Leute serviert, super. Nein, was soll ich sagen, natürlich, bei solchen Sachen wie der Wiesn, wo ein ganzer Haufen gesucht wird, da ist es das normal, dass halt da die Leute in der Wiesn umeinander liegen. Das ist schon auch irgendwo klar, dass sie dann irgendwo einen ganz schönen Durchhänger haben. Aber ich verstehe halt nicht, dass es Leute gibt, die nichts Depperes zum tun haben, weil sie da hin zum Stellen und zum Fotografieren werde ich da vor sich hin vegetieren. Das muss ich nicht verstehen. Haben wir jetzt wirklich nur eine Bedienung mit Händel gehabt? Ich war mir sicher, dass wir mehr Bedienungen mit Händel gehabt haben. Ernsthaft jetzt? Ja gut, dann haben wir halt noch eine, aber eine zweite, also zwei wären vielleicht schon nicht schlecht. Geht's jetzt schon los mit dem Kotzen? Super, ich hab gesagt, dass gekotzt wird. Ich hab's doch gewusst, dass gekotzt wird. Meine Güte, du schenk mir ein wenig schneller noch. Die eine halt schon wieder so langsam. Ich bin wahnsinnig. Schneller, Leidels, schneller. Das muss voll, voll schnell gehen. Das muss zackig gehen. Das muss so dermaßen zackig gehen. Es klappt ja gar nicht, wie zackig das gehen muss. Da putzen. Da, hier. Mei, also wieder alles einzeln schaffen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich jetzt schon drauf. Wenn ich da nochmal die Bedienungen habe, die ein wenig zackiger unterwegs sind, weil das nervt mich schon ein wenig, wenn die so dermaßen lang brauchen teilweise. Das ist nicht feierlich. So, Arbeitsstimmung scheint zumindest ein bisschen in Tät zu gehen. So, da holen wir noch einen anderen hier zu den Händeln hier und dann schauen wir mal. Ich schicke jetzt einfach mal so ein wenig an den Tisch rund um, dass sie einfach da pro forma schon mal ein wenig putzen. Weil es gibt nichts Schöneres wie eine Zeit, das von Haus aus blitzblank schön und super und duper ist. Genau, so, bin gespannt. Die erste Wiesenrunde darf man ja ziemlich bald durchkommen. Ich kann mir vorstellen, dass das ganz schön stressig wird. Wenn wir jetzt dann einmal so die richtige Wiesen haben, also so mit einer großen Zeit. Ich glaube, das wird ganz schön kompliziert. Oh, Spatzelruther Katzen kommen. Hey. Oh, jetzt geht's auf. Jetzt wird's zünftig da drin. Zünftig. Das ist ein Weiberleid. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Kastelruther Spatzen und weiblich, das fetzt nicht. Das ist ein Schmarrn.
Bootswind. Na, also. So. So. So, jetzt brauchen wir noch mehr nicht hin. Engel schneller wenn es war, bitteschön. So, bitteschön. Der Bierbauch will ja was zum Essen da feiern. Damit es nicht nur Bierbauch, sondern Hebelbauch wird. So schaut das. So, da haben wir schon wieder kaputt. Der darf da schon wieder richten gehen. So, Bedienung. Wie schaut's aus, Leute? Können wir mehr leider, ne? Auf voll sind wir noch nicht, aber fast. Fast sind wir voll. Fast. Ein bisschen was brauchen wir, dann sind wir voll. Aber bestellen wir uns halt nicht voll, habe ich das Gefühl, gell? Aber einen Haufen Geld haben wir, das muss ich schon sagen. Geld haben wir einen Haufen. Ich bin dann gespannt, ob wir die Wiesensaison umhaben, ob wir mit dem Geld in die nächste Saison starten. Oder ob wir da noch was dazu kriegen. Das darf mir vielleicht schon dennoch gewaltig interessieren. Auf alle Fälle. Bier haben wir sauber zu viel. Also Bier haben wir definitiv sauber zu viel bestellt. Die Security darf da schon das Arbeiten anfangen. Bier haben wir sauber zu viel. Also da kannst du sagen, was du machst. Das kann mir keiner erzählen, dass das Zwängbier ist. Nein, ganz im Gegenteil, es ist sauber zu viel Bier. So, gibst du da den Tisch einmal und du gehst zum Bier hier. Leidl, sie müssen mal wegen mir bestellen, was gehen ab. Oh. Oh gut, der Security ist gerade fertig geworden mit der Rauferei. Da darf er gleich zur nächsten Rauferei umgehen. So, die hat da den Tisch fertig putzt und darfst da hingehen und die hat den fertig putzt und darfst da hingehen und irgendwie ist halt nichts los. Also halt ming's nicht. Na? Halt fetzt's nicht wirklich. Nicht wirklich, ne? Absolut nicht. Da müssen wir schauen, dass wir was dran. Was? Das ist die falsche gewesen. Da, die da. Mensch, warum hat die denn der ein Händel gegeben? Ist doch. Warum? Warum hat die schon wieder der falsche ins Händel gegeben? Das gibt's doch wohl nicht. Ich hab doch eindeutig das Fiberlight angetippt, die was haben wollt. Also manchmal weißt du schon, also da kannst du schon ein wenig wahnsinnig werden, muss ich schon sagen. Na gut, schauen wir mal. Also, so, die da und die da und die hol ich den Händel. Und du darfst einmal mit deinen Tutnummern da an der Batschen aufhören und darfst einmal schauen, dass du ein wenig zwei kommst, weil sonst gelang es mir gleich leider mit dem. So, da darf ich schon wieder richten. Wo ist die Security? Da, schau hier, die ist direkt vor deiner Nase. Siehst du das denn nicht, ha? Da darfst du auch ein Händel holen. Du gehst zum Bier hin. Du darfst da servieren. Du darfst da servieren. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Bier, da, Dirndl, schau, schnell, Händel. Dankeschön. So. Was? Okay, das war's. 11.000, das war schon wieder nicht voll. Also irgendwie, das wird nicht wirklich laufen mehr. Ein Sepp ist halt alle auf dem letzten Platz, gell? Oh, Schatz, sind die so. Die Leute, also da, Speichern, natürlich, wenn wir speichern. Dann müssen wir irgendwas machen, dass das ein bisschen mehr fetzt. Vielleicht mache ich eine Festmuse. Die hat, kostet 4.500. Okay. Dann müssen wir schauen. Da dürfen wir jetzt nicht schauen. Da dürfen wir nicht schauen. Und dann da die aber. Ja, das Problem ist, wir haben keinen Platz. Das ist das Problem. Wir haben ja keinen Platz. Ich meine, wir können jetzt schon einmal da im Hintereingang. Könnten wir jetzt schon mal hergehen und könnten da mal was machen, gell? Das war jetzt nicht das Ding. Zeitmanagement. Bierfüllstand 100%, Händelpreis. Nehme ich es nicht, möchte ich nicht machen, da möchte ich nichts ändern, da kenne ich mich nicht aus. Im Labor. Ja. Was ist denn, wenn wir da jetzt was anderes dazu tun? Und da jetzt ein bisschen Cola rein tue. Kommt bei der jungen Generation gut an. Ja, ich weiß es auch nicht recht. Kann man Radler machen, ein Klassiker der Radler. Das war schon auch so eine Geschichte, he? Könnten sie auch mal ausprobieren. Wir probieren sie mal aus. Personal, denke ich, brauchen wir nichts dazu. Marketing, diesmal machen wir die Radiowerbung. Ah, das ist über die ganze Saison und das für den ganzen Abend. Und am Hintereingang da haben wir jetzt einen Bestecher. So, also Bestecher da haben wir den. Und zwar Sabotage selbstverständlich. Die Zapfanlage vom Nachbarn da, der vom Nachbarzelt, die muss ausfallen. Und die kostet 5.000 Euro. Und dann haben wir das. So, aus unerklärlichen Gründen spielt die Zapfanlage im Nachbarzelt. Total verrückt. Das Bier steht schon 5 cm hoch und der Pegel steigt. Okay, ich glaube, das probieren wir jetzt einfach mal aus. Wir müssen jetzt da, dann müssen wir jetzt zu den Tricks greifen. Wenn wir es schon können, dann müssen wir es auch mal ausprobiert haben. Oder was sagt ihr? Einmal kann man das schon mal ausprobieren. Es war ja doch ein bisschen schade, wenn wir es nicht einmal probieren würden. So, jetzt holst du da schon mal ein Bier und du holst da ein Händel. Und du holst da ein Händel. Du holst da ein Bier und du holst da ein Bier. So, dann haben wir die schon mal richtig schön verteilt. Und du schaust, dass du mir ein wenig schnell ausschenkst, weil sonst haben wir da ein Problem mit zwei. Sonst kriegen wir uns, dass du mich hast. So,
du darfst auch schön zum Bier hin. Dann haben wir sagen, zwei Händel, der Rest aufs Bier. Ich glaube, das ist eine ganz gute Konstellation, das kannst du schon hinhauen. Also. Ist jetzt schon wieder kaputt. Jetzt hat die noch nicht einmal jetzt ihr Maskrieg ausgeschenkt und es ist jetzt schon wieder kaputt. So viel zum Thema Maskrieg. Das ist übrigens ein Mass. Und kein Mass, wie so viel immer sagen. Ein Mass. Das Ding, das schreibt man mit einem scharfen S. Oh, oh, okay. Wir schenken schon wieder Bier her. Was, ich meine, wenn das ein Mass war, dann darf man es mit zwei A schreiben. Und nicht mit einem A und einem scharfen S. Also das ist etwas, das selbst im Fernsehen, weißt du schon, im Fernsehen, wenn die ganzen Sendungen da dabei kommen, dass selbst die nicht wissen, wie man es ausschmerzt. Ich meine, ich verstehe so, dass so der eine oder andere ihn nicht ganz versteht. Das ist immerhin, man muss halt schon auch wissen, dass man es weiß, aber hallo? Das finde ich schon immer ein bisschen schade, muss ich schon sagen. Also ich meine, selbst die im Fernsehen, die müssen so wissen. Die müssen recherchieren und da kotzt der erste schon wieder. Also super, der hat, schaut euch das an, der hat 5 Meter Kotzen gemacht. Einmal frei. Der hat doch gewiss 2 Meter vor 4 gereiht. Also bitte, es ist natürlich 2 Meter Kotzen und nicht 5 Meter Kotzen, aber immerhin, das ist schon ganz schön Respekt. So, jetzt schauen wir mal, jetzt muss ich mal da meine Vibes mal ein wenig zuschauen, ob die das vielleicht sogar allein schaffen. Eins. Okay, das hat schon mal hingehauen. Jetzt wollen wir mal schauen. So, jetzt schau ich einmal zu. Eins, zwei, drei. Das wird nichts. Und? Okay, also doch. Sie dann schon ausdrucken, so war es auch nicht. Aber sie brauchen schon ganz lang. Oh, da fällt mir noch Festmusik hin. Da, Schatz, da fällt mir noch Festmusik. Und die Uhrzeit schon. Wie der Stoff kocht. Ja. Jetzt laufen schon wieder zwei Weiber. Oh. Ja gut, hilft da nicht. So, das ist der, gell? So, das ist ein Bier hier, du gehst zum Bier hier. Du darfst wieder ausschenken. Oh mein, manchmal nervt mich das mal schon ein bisschen. Der nervt, wenn ich tue noch einer zum Spenden. Stattdessen wissen, dass der den Dingo putzt. Hey, gut, so fünf, ey. Hier noch Frage, steigt Leidels? Jetzt darfst du ausrücken, alle samt. Ja, ist natürlich jetzt klar, dass die jetzt ein Uli Bier wollen, weil wenn bei der anderen Zeitverlag aus ist, gell, dann brauchen die natürlich alle da ein Bier. Aber bei uns, unser Zeitverlag, würde man sofort berichten, wir sind dabei voll high professionals unterwegs. Bei uns gibt es sowas nicht. Okay, ich muss schon sagen, das läuft jetzt gerade ziemlich gut. Ja gut, wenn bei der anderen Zeitverlag ausgefallen ist, gell, dann ist eigentlich fast klar, dass es gut läuft. Schauen wir mal. Geht zu den Händen. Zum Bier hin. Wo sind die anderen Weiber? Da fallen doch noch welche, oder? Die nicht. Also, ich meine schon, dass da noch welche fallen. Bin mir gerade echt nicht sicher. Hier. Wo sind die ganzen Weiber hin? Aber, hey, jetzt wo so viele Leute unterwegs sind, jetzt sind die richtig zackig. Ich glaube, ich bin. Da hin. Die sind jetzt richtig zackig unterwegs. Also, muss ich schon sagen. Also, das hat mich schon gescheit gefunden. Und eins muss ich auch sagen, die Stimmung ist jetzt gerade super unterwegs da drin. Also die Stimmung haben wir voll und wir verkaufen gerade richtig gut. Ja, dann bin ich gespannt. Also dann darf der um eigentlich ziemlich gut laufen, du kannst jetzt den Tisch da schon mal putzen. Und der darf gleich mal aufs Klo wieder hin, weil der das Klo verstopft ist. Einmal frei, aber das will man nicht. Okay. Ich ist gleich von selber rausgeguckt. Ich bin begeistert von meinen Vibes. Ich bin begeistert. Die sind ja richtig zackig. So, du darfst auch wieder zum Bier hinlaufen. Oder? Okay. So kann die Wiesn weitergehen. Wenn die Weiber so auf Zack sind. So. Ja, ich darf es jetzt früher lang, weil manche gehen schon wieder nicht mehr hin und holen sie das nächste. Das ist das Problem. Wenn jetzt früher lang darfst du das nicht, weil dann ruhen sie drauf aus. So. Was? Musikanlage ist im Arsch. Ja, das ist ja scheiße. Wir müssen jetzt leider warten. Bis dass der das eine da gekriegt hat, weil sonst haben wir da Probleme. So, du darfst da ausschenken. Du, schau hier, da darfst richten. So. Wenn die jemand einen Dutt nochmal an der Speil und am Arsch umeinander kratzen, das ist doch schier unglaublich. Du schenk da einmal nach und du darfst da einmal neue Händel produzieren. Du hast jetzt beide Händel produzieren, ernsthaft? Das waren beide Hände produzieren, ja, das ist traumhaft bei denen. So, Putzfrau, darfst du da putzen, der hat sich ziemlich auf die Füße gereiert. So, dann. Jetzt kommt schon mal Leute zum Engelschneuer, jetzt hab ich so gelobt, dass so gut gewesen seid und dann sowas.
Was ist schon wieder kaputt? Du wirst da wahnsinnig. Da wirst du den erst wahnsinnig. Was schon wieder kaputt ist. Oh, und Security darf sich gleich haben. Oh, 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 da darf uns jetzt einen dummen, weil da haben jetzt gerade einige Leute ziemlich sauer unterwegs. Das gefällt mir gar nicht. Da ein Bier darf ausrücken. Wo sind meine anderen Weibsen? Eine da hin. Da an die Sputzen. Jetzt wird es ein wenig kritisch. Jetzt geht gerade voll die Rauferei ab. Was, der Stäblermann ist schon. Die sind noch nicht einmal von der Tür draußen gewesen. Was ist denn? Ich glaube, das mit der Sabotage ist ein bisschen nach hinten losgegangen, habe ich gerade den erst das Gefühl, he? Und Spam da auch gerade ohne Ende. Auwezwick, das ist gar nicht gut, Eieiei, Bedienungen, ihr müsst länger schneller werden, sonst wird das nichts. Stimmung geht auch ganz schön am Boden, hab ich. So, Händel, so, putzen, so. Okay. Händel. Oh Gott, jetzt wird's ganz schön da putzen, da schlichten, bitteschön. Hallo, du sollst putzen gehen. Oh, das ist eine Bedienung. Das ist auch eine Bedienung. Da putzen gehen. Okay, jetzt würde ich gerade ein wenig, jetzt komme ich ein wenig durcheinander, gerade muss ich sagen. Jetzt komme ich echt gerade ein wenig durcheinander. Aufs Bier hier, die putzt. Okay. Und der von so Tisch sauber machen. Ah, der hat sich selber eingekriegt. Das ist super, wenn sie das selber eingekriegt hat. Oh, gut. Ja, 12.000. Wir haben mehr Umsatz gemacht, aber das war jetzt wahrscheinlich ziemlich schlecht. Deswegen, ja, wird nichts. Also, laufen gerade nicht so optimal, muss ich sagen. Mal schauen, vielleicht läuft es am nächsten Tag besser. Ich würde sagen, ich sage an der Stelle Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Wir schalten beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, Servus.